Ja, servus meine lieben Freunde, da bin ich wieder, der Ralf. Eine neue Folge, eine neue Woche. Schön, dass ihr mit dabei seid. Eine bayerische Folge heute mal bei Jagt mich. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich sehr und schauen wir mal. Ich würde sagen, wir gehen heute mal eine Weißwurst essen mit ein wenig einem Brezen und einem süßen Senf. Und später tun wir mal da hinten die Garage reparieren, weil es eine Sauerei. Aber nein, so rede ich nicht den ganzen Tag. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, Leute. Denkt dran, liken, kommentieren und abonnieren, ganz, ganz wichtig, damit YouTube auch meine Videos mal sieht, ja? Nicht, dass ich hier die ganze Zeit bei 100.000 verdümpel, wir wollen auch die 200.000 knacken, diesen Monat. Kleiner Scherz. Im Hintergrund seht ihr ein wunderbares Gefährt, ein Grat, wie manche sagen, und zwar die 2018er Honda CBR 500R. Dieses Modell habe ich gerade aus dem Workshop, wollte ich schon sagen, runtergeladen von GTA Mods und ist super nice. Ich finde, die sieht richtig gut aus. Ist tunbar, das werden wir auf jeden Fall auschecken. Und dieses Motorrad läutet ding, 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 oder glong, 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 die Motorradwoche bejagt mich an. Und zwar werde ich diese Woche Motorräder fahren. Zum Ende der Woche werde ich vielleicht sogar einen Panzer in den Deutschen fahren und einen Bundeswehr-Chat, den gab es nämlich auch. Mal gucken, wie ich das hinbekomme mit dem Aufnehmen. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Smash the Like-Button, Leute. Haut da drauf. 500 Likes. Kriegen wir hin. Intro! Rauf auf das gute Ding. Und ihr seht auch hier vorne, das funktioniert alles. Seht ihr die Dials hier vorne drin? Also diese Anzeige finde ich überragend. Und ich bin ja so ein Hipster-Dude, ne? Und dieser Hipster-Dude, der braucht auch kein Motorradhelm. Na, der hat drauf geschissen. Really? Awesome. Holy shit. Wow, beinahe weg in die Mauer gefahren. Bei Jagd uns, kennt ihr, Jagd uns habe ich schon. Ach, genau, ich parke hier wieder. Da, schön, dass ihr dabei wart. Das war's. Ich wollte nur kurz zu meiner Freundin fahren und die knattert euch jetzt erstmal ordentlich weg. Tschüss. Natürlich ein Scherz, ey. Jagt mich spiele ich. Jagt uns. Im Übrigen werde ich auch aufgefragt, wann kommt das wieder. Wir hatten einfach nicht die Zeit, Leute. Es ist einfach viel zu heiß und es ist super schwierig zur Zeit, Leute zusammen am, zum selben Ort am PC zu bringen. Ist einfach so, oh, leck, da will ich hochspringen. Ist einfach super heiß. Und Backflip. Oh, nein, 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 nicht da vorne. Ich wollte da hinten und... wie die? Nice, guck mal. Was ist das denn hier? Hallo, Hund? Hallo? Hund? Schau, hast du Land gewinnst. Oh no! Der Hund ist mir genau ins Motorrad gelaufen. Ich hab's genau gesehen. Hallo, Sida, können Sie mir mal helfen? Da ist gerade ein Hund verunglückt. Holy shit! Ich würde sagen, hier machen wir ein bisschen Action, ne? Hier alle mal wegmördern hier. Pisst euch hier! Da ist noch ein Hund, das war ich nicht. Hab's genau gesehen. Tiermörder, Tiermörder! Mehr Tiere, alles, alles. Ist ein Hundepark, ne? Warum fühle ich mich eigentlich so auf? Hier ist ein Hundepark. Alle weg mit euren Hunden. Ihr könnt ja mal mitzählen, wie viele Hunde ich heute in dieser Folge getötet habe. Hashtag 6, schätze ich mal. Ich weiß nicht, wenn ihr mitgezählt habt. Aber wir haben schon mal 2 Sterne. Finde ich super, dass GTA, wenn ich Hunde töte, krasser abgeht, als wenn ich Menschen töte. Aber so ist normal. Weedy erstmal hier über die Steine und runter. Offroad. Voll nice. Apropos Jagd uns. Wie gesagt, ich habe auch ein neues Projekt am Start, Leute. Wir arbeiten an einem neuen Roleplay-Server. Einem Whitelist-Server. Da wird die Woche auch noch ein Video dazu kommen. Ab 16. Ab 16. Hallo, Herr Polizist. Gehen Sie mal weg. Und dazu kommt dann noch ein extra Video, da werde ich euch dann beschreiben, wie ihr auf den Server kommt, warum erst ab 16 und die ganzen Regeln und Features, die es da gibt. Werde ich auch mit einem anderen YouTuber zusammen machen, das Ganze. Also seid gespannt, da wird mal wieder eine Koop kommen auf meinem Kanal. Hashtag Koop geil. Ja, rein. Oh, die Cops, hallo, Sie da vorne, haben Sie auch Hunde dabei? Ich hasse Hunde. Genau, schön. Oh, wow, 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 what the fuck, Alter, was ist denn los mit dir? Aufzuschießen mit deiner Schrotflinte, ist voll unfair. Mann, Alter, wie soll ich denn da Motorrad fahren? So, nochmal reinballern. So, schnell rauf aufs Motorrad. Hallo, kannst du mal bitte wieder rauf? Hallo, ich würde dieses Motorrad würde ich gerne fahren, dankeschön. Und weiter geht's. Ansonsten, meine lieben Freunde, nur die guten Stoffe für euch, nämlich Jagt mich mit mir. Ja, ist ruhig geworden auf meinem Kanal. Ich muss sagen, zurzeit die Aufrufzahlen sind auch grottig. Ich habe keine Ahnung, was ich wieder angestellt habe, deswegen mal ein bisschen... Wow, Jagt mich wieder, vielleicht... Yeah, geht's dann so ab wie ich hier mit dem Weedy? Und ja, schreibt mal in die Kommentare, was liegen könnte. Würde mich auch interessieren. Was macht denn der Ralf falsch zurzeit? Was ist denn nicht so geil? Stormworks übrigens. Bitte, zieht euch mal die beiden Folgen rein, die ich hochgeladen habe. Super lustig, hat mega Laune gemacht. Und wenn ihr das Spiel nicht kennt, ich verlinke beide Videos mal in dieser Endcard. Also bis zum Ende durchhalten und dann nochmal drauf gucken. Würde mich echt riesig freuen. Wenn ihr von diesem Video aus dann auf Stormworks klickt, schreibt mal Hashtag Affe unter das Video von Stormworks, wenn ihr draufklickt. Also einfach mal Hashtag Affe. Hallo die Polizei, was ist denn hier los auf einmal? Muss hier mal hier durch, kann ja nicht was wahr sein hier. Wow, nice Jump von den Cops. Und ja, ich baue da ein bisschen Support auf den Folgen, weil ich habe mir echt voll Mühe gegeben und es hat mega Laune gemacht, das aufzunehmen.
Aber Stormax guckt keiner, weil es keiner kennt. Das würde ich sau gerne weiterhin auf meinem Kanal bringen. Aber ich glaube, auf dem ersten Video habe ich läppische 2000 Aufrufe, auf dem zweiten irgendwie 800. Keine Ahnung, was ich da falsch gemacht habe. Ich habe Videoschnitt gemacht, neues Intro, schön mit Musik unterlegt, hab ein paar neue Features in die Folgen reingemacht. Und das Motorrad geht so ab, Leute. Ohne Scheiß von der 500er, ey, absoluter Wahnsinn. Ja, wär nice. Wär nice, wenn mich weiter supportet, Leute. Schaut bitte meine Videos, locker aktiv, Hashtag und so, ihr wisst Bescheid. Und bald neue Roleplay-Videos. Halt! Hasenhund. Und... ja, heute bin ich mal Tiermörder. Ganz viele Leute, meine lieben Zuschauer, vielleicht deswegen, mögen es nicht, wenn ich Tiere töte. Ja, bei GTA, Menschen erschießen, Headshot und so, hier so, bra. Völlig latte so, aber Tiere, no fucking... alle weg hier! Ja, ich komme mit dem Moped durch. Vorsicht! Nice. Was? Hallo? Kannst du bitte nicht im Weg rumstehen? Was ist los mit ihm? Ich bin hier voll hart am Cruisen. Sieh da, weg mit ihrem Scheißfuß von meinem Motorrad. Ich glaube, ich hole mir mal ein bisschen hier. Pass mal auf hier. Options nehme ich never wanted hier. Vehicle Options brauchen wir auch nicht. Ah, der kommt mir dann. Dieser Surfer-Dude wollte mir auf den Sack gehen. Habt ihr es gesehen? So, ich wollte nicht Vehicle Options, sondern... oh, was ist das denn für eine Karre hier? Witzig. Ich wollte mir ein bisschen Panzerung geben, weil das wäre nicht schlecht, oder? Aber irgendwie... ah ja, hier. Max Armor und Max Health. Da sind wir zu Hause. Alles klar, jetzt überleben wir auch wieder. Ja, wie gesagt. Rettet meinen Kanal, Leute. Hashtag, ich habe keine Ahnung. Hashtag retten. Keine Ahnung. Wohin fahren wir denn überhaupt? Ey? Wir sind auf jeden Fall gut unterwegs mit dem Moped. Ich glaube, es gibt Folgen, da habe ich nicht so lange überlegt mit dem Auto. What? Oh Gott, das war knapp. Habt ihr es gesehen? Habt ihr Vorsicht? Ich habe sie gewarnt. Oh, das wird knapp. Das wird knapp. Was schießt denn aus dem Helikopter auf mich? Was ist los mit denen? Hallo, Sida. Oh, das war knapp. Oh, hier geht's runter. Nice. Let's go. Ah, hier geht's überhaupt nicht runter. Sackgasse. Schön reingeschissen hier, Mann. Mal aufpassen, dass ich hier nicht von den Cops umzingelt werde. Eine Bootfolge, wie es abgeht hier, das Segel, ne? Das ist ja super windig. Hör auf! Voll über den Haxen gefahren, habt ihr es gesehen? Und hier, Wheelie. Bam! Oh, nice! Jump! Und einmal in die Gasse hier rein. Und, ah, ne, da parken wir nicht. Gucken, ob wir hier ein bisschen Action machen können. Ich finde die Uzi, die ich habe, auch super nice hier. Okay. Ich höre hier Sirenen hinter mir. Kommen sie, kommen sie, kommen sie. Die sehen mich nicht, ne? Ah, da vorne müsste einer kommen. Headshot, bitte. Kann ich da durchballern? Meine Granate rüberschmeißen? Hallo sagen? Oh, da oben ist der Helikopter. Habt ihr davon. Weiter geht's mit dem Moped, Leute. Aha, aha, da kommen schon die nächsten Kollegen. Willy! Oh, leck, da vorne. Ich sehe, das sieht jetzt auch. Ist das eine Sprungschanze oder was? Oh, leck, nee, da komme ich da hoch. Kann ich da drüber jumpen? Let's go! Und... yeah! Voll nice. Oh, hallo Helikopter. Und einmal am Strand lang cruisen. Und da vorne wird ein Heim, müssen wir auch drüber. Pass auf, jetzt aber Backflip. Diesmal Backflip. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go! Und what the fuck, auf die Fresse. Kaboom, Alter. Shit. Das könnte mein Tod sein, weil ich wieder so Mr. Action Jackson gespielt habe hier. Hallo, sieh da alle mal raus aus dem Auto, bitte. Ich kann sie gerade nicht brauchen. Komm, bitte, heb dein Motorrad mal schnell auf. Und weiter geht's. Wheelie, wheelie, wheelie. Wheelie hilft immer. Wheelie hilft. Ich hab's euch gesagt. Wheelie. Und weiter geht's. Puh. Ganz schön auf den Sack bekommen gerade von den Cops da. Ansonsten El Mopeto. Ja, Mopeto, auf dem ich fahre. Wow, 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 wow. Sehr nice. Guck mal ihn hier an, mit dem Fahrrad, Alter. Spaß dir, ey. Ja, ja, Straßensperre. Deine Mutter, Alter. Ganz auf die Straße legen, ey. So, oh, das wird schön. Hier, pass auf, pass auf, pass auf. 3, 2, 1. Wow! Holy shit! Wow, das kann ich auch. Habt ihr diesen Sprung gesehen von den Cops? Was geht denn mit dem? What the fuck? Was geht denn mit dem hier? Wow! Wow! Diese Folge, Alter, was hier los, ey? Komm, darüber wheelen wir uns einen hoch. Und was für ein Mega-Jump, Alter. Voll mega nice. Was das geht? Diese Folge! Alter Schwede. Holy shit. Geht gleich weiter, dann tunen wir mal die CBR. Mann, oh Mann, war das denn eine Action hier, ey. Geil. Da steht das Schmuckstück wieder in seiner vollen Pracht, meine Damen und Herren. Und wir gucken uns jetzt mal die Vehicle Parts an. Und zwar, was haben wir denn da alles? Unterbodenbeleuchtung, völlig Banane. Schauen wir mal, welche Farbe. Nehmen wir Royal, so ein bisschen weiß. Und ich würde sagen, wir nehmen Grün. Dann gucken wir mal hier, ob wir hier ein grünes, ein schönes Grün finden. Das ist eher so Türkis. Medium Türkis. Da. Und jetzt nehmen wir nämlich auch so ein Giftgrün, wie man es kennt von der CBR. Wir machen mal Random. Aber auch sehr schön, die... oh, gefällt mir gut. Mit dem Grün auch. Wobei diese Lackierung eher so grau ist, aber...
Oh, schon schwarz. Ist schon ein Schmuckstück, ne? Muss man mal sagen. Hier ist schon echt ein Schmuckstück. Gucken wir uns mal so ein bisschen von näherem an. So, hier. Wobei ich fast sagen muss, dass die Wiegelbeleuchtung jetzt ein bisschen stört. Und wir gehen nochmal auf das Color-Menü. Und vielleicht sollten wir wettermäßig auch nochmal auf Tag machen. Neutral und Time machen wir mal mittags. Genau, jetzt hat man die Farben nämlich viel besser im Blick. Aber ist schon, ist ein geiles Ding. Link übrigens, wie immer, in der Videobeschreibung, dass ihr euch das Teil auch runterladen könnt. Ist ein Add-on und Replace, also könnt ihr beides benutzen. Ey, in Schwarz ist die Bombe, oder? Ja, da muss ich wohl, Leute. Da sehe ich keine Möglichkeit. Mal gucken, ob wir hier bei den Farben irgendwas Dezenteres haben, weil das ist schon super. Wobei, wir machen es einfach aus. Let's do it, man. Ein Motorrad braucht keine Unterbodenbeleuchtung. Zumindest bin ich davon überzeugt, dass es auch ohne geht. Und dann gucken wir uns nochmal die Livery an, ob wir hier was haben. Da nicht. Da gibt es zwei verschiedene. Ich sehe aber keinen Unterschied. Auch nicht. Okay. Und dann gucken wir mal, ob wir hier bei Vehicle Mod Menü... Spoiler haben wir da hinten. Okay, da gehe ich nochmal ganz kurz aus der freien Kamera raus und schaue, was haben wir hier. Das müsste der Sozius sein da hinten, der sich da ändert. Seht ihr das? Ja, der wird irgendwie hell. Frontbumper sehe ich nichts. Das ist das Kennzeichen oder die Kennzeichenhalterung. Ich mag das an Motorrädern extrem gerne. Seht ihr, ich nehme das kleine Kennzeichen. Skirt haben wir nicht. Auspuff. Oh, was für ein... Oh, nice, Mann. Da sind ja echt schöne Dinge dabei. Ich würde aber sagen, wir nehmen den schwarzen. Passt am besten zum... Oh, das Chassis kann man auch nochmal verändern, aber auch irgendwie nur farblich. Ein Grill haben wir anscheinend nicht. Hier haben wir nichts. Die Wings. Da passiert was vorne. Ah, guck mal. Das sind die Blinklichter vorne. Ich hoffe, ich kann das mal so ein bisschen einfangen. Unten an dem Kasten. Guckt mal, seht ihr das? Ich nehme mal die kleinen, weil blinken finde ich super. Roof. Das ist vorne die... kleine Abdeckung. Auch schön. Ich nehme mal die da. Gefällt mir gut. Engine. Ah ja, guck mal, wir tunen das Ding jetzt auch nochmal. Kann ich nichts machen. Okay, hier Armor Upgrade machen wir auch. Stock. Ja, ich kann da wirklich andere Reifen drauf machen. Das wusste ich gar nicht. Die sind ja mal echt nice so. Ich glaube, ich nehme die da. Schönes Ding, Mann. Okay, Backwheels, Bike Only. Okay, ich kann die ändern. Dann machen wir so einen fetten Reifen drauf. Und Turbo und Xenon kriegt er noch. Okay, ich würde sagen, das Motorrad ist völlig overpowered. Und weiter geht die lustige Fahrt. Okay, erstmal... Wow, natürlich wieder tiefer fahren wir so gleich. Alle aus dem Weg, bitte. Und hoch da. Yes! Stunt Driver, Alter. Es geht ab. Weg da von der Straße hier. Hallo, sieh da. Ich habe sie gerade da nett aufgefordert, über die Straße zu verlassen, ja. Können Sie das mal bitte auch umsetzen? Schnellstmöglich. Fahren Sie mal da. Fahren Sie jetzt mal hier rechts auf den Highway und bremsen Sie jetzt mal. Und fahren Sie mal in das andere Auto rein, bitte. Hallo, reinfahren, habe ich gesagt. So ist mit Ihnen. Müssen Sie doch abknallen oder was? Ah, so eine Uschi. Ey, jetzt fährt ihr mir vorne in die Hecke. Hier. Hallo? Uschi, Alter? Hallo! Mann, ey, immer diese Weiber hier im Straßenverkehr. Ja, ansonsten, liebe Zuschauer. Freue ich mich auf euer Feedback. Schreibt mir mal in die Kommentare, egal worum es geht. So, ich möchte lesen, wie es euch geht. Ich möchte Feedback haben zu meinen Folgen. Ich möchte so viel Zeug haben, Leute, was ich gar nicht von euch kriege, ja? Aber ich brauche es doch. Gebt dem armen Ralf doch mal Feedback. Oh shit, was für ein Sprung. Holy moly. Und wir sind RIP. So, das Motorrad muss ich mal ganz schnell wieder reparieren. Pop. Fix and Repair. Ach, die Cops, guck mal, da stehen sie hinter mir, als wäre nichts gewesen. Sehr schön. Geiler Sprung, ey. Ich hab heute in der Folge, muss ich sagen, sind coole Stunts mit dabei. Hallo, Polizist. Ist da ein Beifahrer drin oder so? Nö, ne? Pech gehabt. Was macht er denn hier? Ein bisschen Offroad fahren? Du wolltest mir nachmachen. Der hat gerade diesen super geilen Sprung von mir gesehen. Denkt sich so, yo, Mann, Alter, will ich auch. No way. Ego-Perspektive. Boah, mit Motorradhelm hat das halt auch Style ohne Ende, oder? Ich finde auch, dass das so ein bisschen getönt ist. Ist es geil. Das ist mal richtig. Guck dir mal diese Optik an. Wie schön ist das dann, ey? Really, Motherfucker? Yeah! Bam, Alter. Und über diese Dinger da fahren. Pass auf, haust mich da runter. Nö. Ich habe anscheinend schon wieder einen Helikopter am Arsch. Ich habe aber gedacht, das Ding hat ein bisschen mehr Saft jetzt, ne? Also, hallo? Das ist eine scheiß Straßensperre hier. Alter! Mein Reifen. Mein Reifen, Leute. Mein Nein! Wow, das war knapp. Mein vorderer Reifen ist im Arsch. Ich muss den reparieren. Das geht mir gar nicht, ey. Ich habe keine Bulletproof Tires, sag mal. Kann aber nicht mal sein. Mein Vorderreifen hat auch so ein krasses Design, ey. Und hier hoch. Und yes. Also ganz ehrlich, so eine CBR ist Offroad-tauglich ohne Ende.
Man sieht's, ja. Gefällt mir sehr gut. So, mal gucken, ob wir das, wie lange wir es überleben. Wenn nicht, verabschiede ich mich jetzt schon mal von dieser Folge. Danke, dass ihr mit dabei wart. Wir fahren einfach mal... Hallo! Hört sie bitte auf zu schießen. Ich bin nur Gast, ich bin nur Gast. War nur Wheelies durch die Militärbasis. Holy fuck, Alter. Da ist schon irgendwo ein Panzer. Und... Oh! Alles klar. Danke fürs Reinschauen. Liken, kommentieren, abonnieren. Ihr wisst, raus damit. Haut den Interaktionskram raus. Tschüss, tschüss und checkt die Videos in der Endbeschreibung. Let's get it. 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 Let's get it.